Ich glaube, dass dieses Auto die ID-Family nochmal ganz, ganz großartig bereichern wird. Volkswagen ist ja mitten in der Transformation hin zum Elektroautomobilhersteller der ID Space Vision. Ein Meilenstein auf dem Weg dahin. Heute sprechen wir über Showcars ID Space Vision. Ein ganz tolles Auto, ein ganz wichtiges Auto, Projekt, das mir auch sehr am Herzen lag und eben die ID-Elemente ganz besonders stark zeigt und ausgeprägt hat. Die Horizontalität der Lichtsignatur, ein extrem schön ausgeprägtes Design des Körpers, sehr glattflächig, sehr monolithisch, sehr einfach. Jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer hin, was die Design-Features dieses Fahrzeugs denn sind. Dieses Fahrzeug hat eine ganz andere Proportion als andere Varianz oder Limousinen. Die A-Säule steht sehr weit vorne, also ein sehr wichtiges Designelement. Die monolithische, fast One-Box-Gestaltung, wie wir Designer das nennen. Das wird eben zusätzlich nochmal betont durch die schwarze Haube, die den vorderen Bug mit dem Greenhouse verbindet und so dem Auto einen sehr schönen Fluss gibt. Ein weiteres Merkmal der ID-Familie sind die immer schwarz ablackierten Aufbauten. Das ist hier zusätzlich betont durch ein Glasdach, das sich über den gesamten Aufbau zieht und von innen natürlich auch eine ganz fantastische Sicht nach außen zulässt. Die Lichtsignatur des ID Space Vision ist ganz besonders, weil hier die Honeycomb-Wabe, das Zeichen, das eben für Effizienz steht, hier nochmal stark betont wird. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr schönes Auto, bin sehr stolz daran mitgewirkt zu haben. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr denkt, dass dieses Auto Zukunft hat, ob das wirklich die Vision für morgen ist. Würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung da lasst. Bis dann. Ciao.